14. Wie alt ist man denn mit 14? Wir machen jetzt 10 Fragen. Nochmal abschließend. Ja, so 20, 30 Minuten. Millionen Umsatz bis heute. Oder generell, der schreiben gerade Vermögen, Millionen Umsatz. Vermögen schreiben viele. Digga, mit Elevate haben wir schon mehrere Millionen gemacht. Umsatz. Aber Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Also versteht es nicht falsch. Ich als Elias Nerlich habe mittlerweile auch schon 1 Million Umsatz gemacht. Und Vermögen, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Vermögen bin ich jetzt auch mittlerweile Millionär, um das so zu sagen. Aber ich habe keine Millionen auf dem Konto. Das ist auch wichtig zu verstehen. Also schon ein bisschen länger, aber wie gesagt, ich habe keine Millionen auf dem Konto, aber das Vermögen mittlerweile ist über 1 Million. Wie auf Wichsen in der Woche. Ehrliche Antwort, ich schwör's euch, da ich ein gutes Verhältnis mit meiner Freundin habe, mache ich das gar nicht so oft. Ne? Also ich gebe euch einen Call. Max, also wirklich Max 2. Meine Freundin und ich haben ein gutes Verhältnis. Ey, Angst vor Insolvenz? Nee. Also natürlich habe ich Angst vor einer Insolvenz, aber so richtig, keine Ahnung, so richtig andeuten tut sich's nicht, um ehrlich zu sein. Und ich gehe sehr gut mit meinem Geld um, finde ich persönlich. Ich gebe kein Geld für sinnlose Sachen aus. Das einzige Sinnlose war meine Uhr und mein Auto, wenn man es so sehen will. Wobei Uhr wird jetzt auch nicht, also die eine Uhr ist im Bankschließfach, die wird hoffentlich hochgehen vom Preis. Und die andere Uhr, das ist meine Uhr, die werde ich aber auch nie verkaufen. Das ist eine Rolex, die aber nicht am Wert steigen wird, weil das eine Iced Out ist, die verliert sogar wahrscheinlich am Wert. Oder geht jetzt auf jeden Fall nicht so hoch, aber das sind so die einzigen Sachen, was ich nicht gut mit meinem Geld mache. Ich habe einen absoluten Rasierer als Berater sozusagen. Der hat mir heute eine 42-seitige Excel oder so eine Excel-Tabelle mit 42 Seiten gemacht, wie ich mein Geld investieren soll. Und da bin ich mit allem drin, mit Rohstoffen, mit Immobilien, mit Aktien, Krypto, ETFs, die ganze Scheiße. So. Und der hilft mir da extrem und das mache ich auch schon. Und ja, es läuft relativ gut finanziell. Aber ist auch nicht das Wichtigste, das Geld. Anstrengendstes FIFA-Jahr, FIFA 19. FIFA 19, Freunde, ich sage euch ehrlich, FIFA 19 hatte ich so krass viel zu tun mit meinem Kopf auch. Weil da war ja noch gar nicht klar, dass ich Content Creator bin oder werde. Damals war es noch, ich muss gut in FIFA sein. Und das hat mich psychisch so krass kaputt gemacht. Weil ich da gemerkt habe, dass diese ganzen Suchtkinder besser geworden sind und ich nicht mehr so ganz, ganz oben, also in dieser Top 200 Spitze bin. FIFA 17 und FIFA 18 war ich noch echt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und das ist halt, ja, komisch zu dem Zeitpunkt gewesen, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht in der Zukunft. So. Edi der Eierkopf in naher Zukunft heiraten. In naher Zukunft, Freunde, werde ich nicht heiraten. Aber ich sage euch mal so, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber ich liebe meine Freundin wirklich. Also ich verstehe mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut mit ihr. Und das merkt man, denke ich, auch. Und das ist so, weiß ich nicht, das Wichtigste ist, dass man sich halt wirklich mit dem Partner sehr gut versteht. Und das ist, ich finde sie halt wirklich lustig. Das ist Punkt 1. Ich finde sie lustig, auch wenn sie manchmal nicht lustig ist. Sie ist nicht so cringe. So, sie gibt mir Freiraum, ich kann machen, was ich will. Und ich kann mir gar nicht wirklich vorstellen, mit jemand anderen was zu haben, weil die Frau sieht gut aus, sie ist richtig nett. Sie unterstützt mich bei jedem Scheiß. Und ja, also in naher Zukunft nicht, weil ich nicht heiraten will in nächster Zeit, in den nächsten ein, zwei Jahren, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, sie zu heiraten. Guck mal, da habe ich dir vor 15.000 Menschen, 16.000 Menschen gesagt, sie ist nicht da. Letztes Mal geheult, also geweint. Digga, ich sag dir ganz ehrlich, ich weine nie, ne? Also das letzte Mal geweint habe ich vor Schmerzen und es war bei meinem Kreuzbandriss. Aber selbst da, ich weine wirklich selten. Das ist voll komisch bei mir. Ich bin auch nicht so oft traurig, muss ich sagen. Aber selbst wenn ich richtig traurig bin, dann es kommt jetzt. Also weinen habe ich das letzte Mal, als ich mir das Kreuzband gerissen habe, vor Schmerzen. Davor habe ich geweint, das letzte Mal, weil ich mir mein Warmbein gebrochen habe. So, das war's so. Das war das letzte Mal? Ja, safe. Ich weine nie. Wie viele Freundinnen hattest du schon gehabt? Feste Beziehung? Eine davor. Vor Edi der Eierkopf hatte ich eine andere feste Beziehung und danach kam sie halt als feste Beziehung. Verhältnis zu deinen Eltern gut? Sehr, sehr gut. Mein Papa sehr gut, meine Mama auch sehr gut. Ich sehe mich jede Woche mit meiner Mutter. Und sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ein Glück, muss ich sagen. Die unterstützen mich auch extrem dabei. Wie viele Frauen hast du insgesamt? Freundinnen, wie gesagt, 2 und ich glaube so, keine Ahnung, mit was, mit, ich weiß, welche Frage du willst. Ich weiß es nicht ganz genau, weil das schon echt so, warte, es sind nicht so viele, also es ist nicht viel auf jeden Fall. So, mit dem ich wirklich was aktuell hatte, so, ja, das,
6. Also nicht viel für mein Alter. Also hab auch schon lange was mit meiner Freundin, ne? Regelkonform. Ja, also jetzt nicht wie Sydney und Willi. Aber die sind ja auch Quatschköpfe. Freunde, ich hab schon mit denen oft darüber geredet. Digga, die haben was dann mit dem Mädchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Ist es bei den ersten 2, 3 Malen cringe wahrscheinlich. Aber ich weiß, was meine Freundin mag und meine Freundin weiß, was ich mag. Wenn ich was habe, dann ist es auch immer sehr gut. Bei denen, ich hab schon von den Stories gehört, Digga, dann würde ich mir so krass dumm dabei vorkommen. Aber das ist, wie gesagt, auch Geschmackssache. Mein erstes Mal hatte ich mit 15. Im Januar, ich habe im Dezember Geburtstag und im Januar, als ich 15 wurde, hatte ich mein erstes Mal. Nicht mit Eli der Eierkopf. Hast du auch das Gefühl, dass viele aus der Szene bei dir Auge legen? Um ehrlich zu sein, denke ich, dass es nicht viele sind, aber ich denke schon, dass ein paar, die es nicht cool finden, dass es bei mir ganz gut läuft, so. Was ich halt ein bisschen schade finde, weil ich niemandem was Böses antun will oder antue oder auch niemanden wünsche. Und man kommt im Leben nicht weiter, indem man Auge bei anderen macht oder Nichtsgunst bei anderen zeigt. Das habe ich bei England gemacht, aber auch zu Recht. Aber so, konzentriert euch immer auf euren eigenen Scheiß und dann wird es schon alles so. Hattest du schon mal einen One-Night-Stand? Yes. Quatsch. Guck mal, da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Ihr kennt doch die Geschichte. Quatsch. Mit meinem Sofa. Ihr kennt die Geschichte. Quatsch mit Soße. Das war bei einem One-Night-Stand. Ohne Sinn. Das rote Sofa. Nächste Geschäftsidee. E-Leaks. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Ich kann euch die nächste Idee geben. Das ist der Podcast. Und dann gibt es zwei Sachen, die safe kommen werden, aber ich darf euch beide Sachen nicht sagen. Beide Sachen sind sehr, sehr cool. Ich kann euch eins sagen, das eine davon ist wieder mit Sydney zusammen und das andere ist alleine. Aber ihr kommt nicht drauf. In einem Monat mache ich ein Video dazu, ungefähr. Dann werden viele denken, oh, was? Und dann werdet ihr es aber verstehen. Ich denke, ihr werdet es sehr, sehr cool finden. Aber ich kann es nicht sagen. Es hat auch nichts mit Essen oder Sonstiges zu tun. Schon mal Drogen konsumiert? Nein. Außer halt, wenn man so will, Alkohol. Aber sonst, Freunde, empfehle ich jeden von euch da draußen, euch davon fernzuhalten. Weil das zerstört Leben so, ne? Ich weiß, dass in manchen Ländern das ein oder andere erlaubt ist, aber ich gebe euch einen Call, so, keine Ahnung, haltet euch einfach so von all dem fern. Und auch wenn ihr Alkohol, ich mache immer Späße so mit Mykonos Cola und so, aber wenn ihr euch im Griff habt, dann könnt ihr das machen mit Alkohol und sowas, aber kennt da auch euer Limit. Was holst du dir als nächstes Auto? Mein nächstes Auto wird ein AMG GTC. Den kriege ich im Oktober. Das wird mein letzter Wagen sein, den ich mir wahrscheinlich miete. Also ich habe dieses VIP-Miete und danach ist VIP-Miete auch zu Ende bei Mercedes. Die machen das nicht mehr und dann wollte ich mir einen Wagen kaufen, aber was es wird, weiß ich noch nicht. Kommt ein bisschen darauf an. Du wurdest mal beim Sechsen erwischt, oder? Ja, Finino. Sehr, sehr unangenehme Situation. Bei mir zu Hause damals noch, als wir alle zusammen gewohnt haben, habe ich geackert auf American Pie und dann ist meine Schwester reingekommen. Ich weiß nicht, ob sie es realisiert hat. Ich glaube aber schon. Sehr, sehr unangenehme Situation für alle Beteiligten. Das war richtig bitter. Digga, das war so scheiße. Erklär mal. Digga, ich saß da und war am Acker. Ich dachte, alle wären weg, weil die auch weggegangen sind. Und ich glaube, dann war ich am Ackern, American Pie. Da war ich voll jung noch. Dann ist meine Schwester anscheinend wieder nach Hause gekommen, weil sie irgendwas vergessen hat. Und du bist dann so ins Wohnzimmer gegangen. Edi Geller, Hose hoch, verschwitzt überall und hat es versucht runterzuspielen. Hat sie mich so angeguckt und hat so gar nicht richtig reagiert. Was soll sie sagen, Digga? Und ich bin mir aber relativ sicher, dass die Frau das da gecheckt hat. Digga, das war richtig, richtig bitter. Hä, wieso im Wohnzimmer? Weil ich dachte, ich wäre alleine, Mr. Niklas. Und der Fernseher war im Wohnzimmer. Ich hatte damals kein Zimmer bei mir zu Hause. Ich hatte keinen Fernseher bei mir in meinem Zimmer. So. Und deswegen hatte ich da nur die Variante. Nie wieder Fußball oder nie wieder Stream. Nie wieder Fußball, weil ich eh nicht Fußball spielen kann so richtig wegen meinem Knie. Deswegen nie wieder Fußball, würde ich sagen. Aber ist auch eine Scheißfrage, Digga. Weil ohne Fußball würde es bei mir auch... Also ich spiele ja selbst nicht Fußball, aber mein ganzes Leben dreht sich eigentlich mehr oder weniger um Fußball. Was war für dich persönlich das Schlimmste, was du hier erlebt hast? Beziehungsweise was dich als Person krass beeinflusst hat, also privat? Ich glaube so, Freunde, uns geht's allen gut. Wir haben alle... Also ich denke mal, dass es den meisten hier im Chat gut geht so. Wir haben Probleme, da würden sich andere kaputt lachen, die so nicht zu essen haben und so. Aber ich glaube, das Schlimmste,
Schlimmste und was mich so am meisten geprägt hat, war, glaube ich, so die Trennung meiner Eltern, weil das war schon echt scheiße damals für mich. Aber durch die Trennung so wurde ich voll selbstständig und ja, hat mich mehr oder weniger so auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich musste so immer viel dann alleine machen, weil mein Vater auch viel gearbeitet hat. Aber das war schon so, das war, würde ich sagen, eins der schlimmsten Dinge. Das ist nicht so einfach eine Trennung, ich weiß, Freunde, weil das sehr komisch ist und sehr scheiße fürs Kind. Aber wenn die Eltern sich nicht mehr lieben oder nicht mehr zusammen leben können, dann müsst ihr das natürlich auch verstehen. Und ihr wollt ja auch das Beste für eure Eltern. Gibt es Beef mit der Crew? Nein, es gibt von meiner Seite aus kein Beef. Wir hatten damals Diskrepanzen wegen dem Mario Kart Turnier, haben wir aber eigentlich aus dem Weg geräumt und ja, kein Beef von meiner Seite aus, auf jeden Fall. Ich denke auch nicht von deren Seiten, seitdem hatten wir auch nicht mehr so viel zu tun, aber ich bin cool mit eigentlich allen in der ganzen Branche, soweit ich weiß, also von meiner Seite aus. Die machen halt leider ein bisschen was anderes als ich. Die machen viel mit, wie heißt das, Squad Builder Challenges und so und diese ganzen Formate, das mache ich halt gar nicht mehr, ne? Weil ich das nicht mehr so fühle. Das kommt ab und zu, aber wie viele SBBs, wie viele Squad-Builder-Battles habe ich dieses Jahr gemacht? 4? 5? Und das ist halt im Vergleich zu den anderen voll wenig. Ich mache so, versuche das ein bisschen anders. So, bei mir kommen immer Weekend-Kylets. Das gibt es bei den anderen zum Beispiel, glaube ich, auch nicht so oft. Bei mir diese, also mein Content sieht ein bisschen, ist ein bisschen anders gestrickt, deswegen mache ich nicht so viel. Sie machen sehr viel so mit Packs auch, mache ich nicht. Die machen sehr viel auch so SBCs, so diese ganzen Challenges, mache ich auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich mag die so. Ich habe mit den einen mehr zu tun, mit den anderen weniger. Gibt es Freunde, die für dich wie eine Familie sind? Ich habe schon oft drüber geredet. Ich habe natürlich so der eine Freundeskreis, das ist Willi und Sydney und so, diese ganzen, die halt. Und dann habe ich aber auch noch Freunde, die kennt ihr nicht. Viele private Freunde. Die Knechte sind bei mir leider nie hier im Chat, weil das Pisser sind. Aber auch sehr coole, ja genau, Timo, Julian, Tim etc. Luca und so. Also das sind so meine privaten Freunde, von denen ihr aber, der Hotdog Man, ja genau, die kenne ich schon. Timo kenne ich, seitdem ich 13 bin. Dann habe ich die Freunde, dann habe ich auch viele türkische, arabische Freunde. Mit dem bin ich aber nicht mehr so krass, leider. Aber ich sehe die auch noch. Aber so meine besten Freunde, weil du gesagt hast, wie Familie, sehe ich die auf jeden Fall. Und natürlich auch Sydney und Willi. Wobei ich muss sagen, dass ich Willi noch gar nicht so lange kenne. Ich kenne Willi seit 2 Jahren. Aber Sydney kenne ich schon extrem lange. Sydney kenne ich seit 8 Jahren oder so. Und den, ich habe mit Sydney letztens drüber geredet. Wir machen uns immer sehr viel an und so, aber wir haben uns letztens unsere Liebe gestanden. Sydney meinte, ich gehöre zu seinen Top 3 oder Top 4 besten Freunden. Dann meinte ich, du auch, mein Freund. Das haben wir auf den Weg, na, wo waren das? Auf den Weg, mitten in der Nacht von Hamburg nach Berlin. Aber ist ja auch so, Digga, ich kenne den Knechten schon so lange. Wir sind mit beste Freunde, wir haben jeden Scheiß miteinander zu tun. Wir sind Geschäftspartner, wir machen zusammen Business. Also, das ist gar nicht so einfach. Ich bekomme den auch gar nicht mehr aus meinem Leben, so einfach. Den Pisser. Hör auf, mir kommen die Tränen. Freundin oder Freunde, kannst du so nicht sagen. Also ich hasse auch sowas so. Ich versuche das ein bisschen zu verknüpfen, aber meine Freunde sind mir wichtig, meine Freundinnen sind mir wichtig. Ich bin aber nicht so einer, der sagt, ich komme heute nicht mit zu euch den Film gucken, weil ich mich mit meiner Freundin treffe und das sage ich dann 4-mal, sondern eine gesunde Mitte finden. Ich habe auch schon voll auf meiner Freundin abgesagt, weil ich mich mit meinen Freunden treffe. So, und manchmal verknüpft man das miteinander, aber sozusagen, wenn ihr 7-mal euren Freunden absagt hintereinander, ja, nee, ich treffe mich mit meiner Freundin und deine Freundin nicht checkt, dass du dich mal mit deinen Freunden auch treffen solltest und sie sich mal entspannen soll und mal Abstand suchen sollte und sie dann Filme macht, nein, du triffst dich heute mit mir, dann sage ich euch so, wie es ist, sie ist die Falsche. Tut mir leid, ist aber so. Ich habe mich gestern mit Edi der Eierkopf getroffen. Heute hat sie mich auch nach dem Treffen gefragt und ich habe gesagt nein und habe mich mit Sydney getroffen. So, morgen, weiß ich gar nicht, was morgen ist. So, und sie hat auch keine Filme gemacht. Sie meinte, ja, okay, kein Problem so. Aber Samstag treffe ich mich zum Beispiel mit Freunden. Sie weiß das. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr müsst da auch jemanden haben, der euch da ein bisschen versteht. Genau dazu kam heute auch ein super Clip auf Insta, auf Eli. Ja, stimmt. Nee, hab ich gar nicht. Na, guck mal, du bist einfach Eli der Eierkopf. Du bist einfach ein Eierkopf. Deswegen auch. Wo sehen wir uns wieder? Kannst du am Mittwoch? Nein, können wir nicht. Ich habe vorhin gesagt, Eli der Eierkopf, dass ich mir vorstellen kann, dich sogar zu heiraten. Und du kommst mir jetzt schon wieder so dumm. Könntest du dir vorstellen, irgendwann in Dubai oder so ein Ferienhaus zu kaufen? Ja, auf jeden Fall. Aber so umziehen, auswandern? Nein. Aber so, ich hätte voll gern so eine Villa oder so zum Beispiel. Oder so eine Finca auf Malle. Wäre übelst geil. Wo man dann so irgendwann so für 2, 3, 4 Monate, wenn das Wetter scheiße ist oder so, rüberbrettern kann. Was glaubst du, würdest du machen ohne Twitch, YouTube etc.? Boah, gute Frage. Ich persönlich denke, also ich hätte ein Studium angefangen, ne? Sportmanagement. Kaufst du deinem Vater immer mal was? Auto etc.? Also, um euch jetzt mal ganz privaten Einfluss zu geben, ja, muss ich eigentlich nicht, aber kann ich machen. Meinem Vater geht's finanziell sehr gut. Der Mann ist
steht absolut im Leben. Der ist Manager von einer sehr, sehr großen Firma und ist auch sehr gut dabei so. Ja. Uns geht's gut finanziell. Meiner Mama geht's leider nicht so gut. Also standardmäßig eher ein bisschen unter Standard. Ich gebe ihr auch monatlich natürlich Geld und habe ihr auch voll viel Sachen geholt so. Mein Vater braucht keine Sachen. Der will auch nichts. Ich habe das Geschenk ihm zum Geburtstag, habe ihm so eine Kaffeemaschine geschenkt. Die mag er mehr als mich, sage ich so wie es ist. Also mein Vater schenkt schon mal was zum Geburtstag, aber der braucht keine Kohle. Meine Mama geht's nicht so gut finanziell. Da habe ich immer so ein Auto, Küche, gebe ihr auch monatlich immer Kohle. Und meiner Schwester auch. Da unterstütze ich gerne, aber ihn jetzt was Teures kaufen, nicht. Er, meine Mama. Er liebt seine Kaffeemaschine, haha. Es ist wirklich so. Papa Geller bestimmt so ein trockener, harter Geschäftsmann. Ich weiß nicht, wie ihr euch meinen Vater vorstellt, aber mein Vater ist... Er will nicht in Videos und so, er will das gar nicht, er mag das null, er meinte auch zu mir, er findet das lustig und so, aber er will nicht, so kann ich auch verstehen, nicht jeder mag das so, Freunde, und ja, mein Vater ist so, Edis Papa ist echt lustig, schade, dass er es nicht zeigen möchte, ja, mein Vater ist lustig so, der drückt mir auch oft Sprüche und hab auch richtig Respekt zu meinem Vater, muss ich sagen, also sehr, sehr, ist glaube ich die Person, an der ich am meisten Respekt habe, und das sollte eigentlich bei jedem sein, immer Respekt vor den Eltern, wer das nicht hat, ihr seid Knechte, eine Glatze, nein. Respektperson, ja genau. Wenn ich zu meinem Vater irgendwas sagen würde, er ist nicht so einer, der mich dann irgendwie anfasst oder so, 0%. Aber er ist dann so einer, er sagt, hör mir mal zu, Großer. Setz dich mal hin, guck mir mal in die Augen. Wenn du sowas noch einmal machst, hast du ein fettes Problem. Ich zerstöre deine Playstation und deinen ganzen Streaming-Traum. Sowas in der Art. Aber auf so eine andere, auf so einer coolen Art und Weise. So ein bisschen lustig verpackt. Selber Haus kaufen oder Mama Haus kaufen? Ich kaufe meiner Mama, wenn es finanziell geht. Natürlich würde ich ihr gerne ein Haus kaufen. Aber Freunde, ich wohne hier noch bei meinem Papa. Ich würde mir auch gerne auch mal hier erstmal. Ich habe mir die Frage auch schon mal selber gestellt, ne? Aber meine Mama kriegt finanzielle Unterstützung von mir und ich brauche ein eigenes Heim erstmal. Und danach kann ich gucken, aber wenn es jetzt, das hört sich kitschig an, aber wenn es drauf ankommt, ob sie ein Haus wohnt und ich in einem Haus, dann würde ich ihr ein Haus holen und bei mir dann halt auf Miete wohnen. So lange, bis es dann bei mir, also wenn es so gar nicht, wenn ich jetzt entscheiden müsste. Aber ich hoffe natürlich und ich bin auf einem guten Weg, dass ich für meine ganze Familie irgendwie das hinbekomme, alles zu organisieren. Ich bin ein Unternehmer-Chat. Ich bin kein Streamer oder ich bin kein E-Sporter, schon lange nicht mehr oder so Content Creator. Ich bin mittlerweile sehr in diesen Geschäften drin. Also ich würde euch gerne was erzählen. Ich habe 2 weitere Firmen mit Elevate, mit mir persönlich. Ich bin 5 Firmen jetzt und ich bin auch wirklich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Aber ich denke mir, das lohnt sich, wenn ich das durchziehe. Und das, ich kann euch das eine erst Anfang des Jahres, das dauert noch länger. Und das andere ist halt, kann ich euch in einem Monat sagen. Deswegen hoffe ich, dass es alles finanziell so weiterläuft. Ich habe so viel Geld investiert. Alles, was ich in der letzten Zeit verdient habe, habe ich investiert. Ich habe nichts ausgegeben, außer mal mir neue Schuhe oder so geholt. Aber andere würden sich komplett dumme Scheiße kaufen. Ich versuche immer so mein Geld ein bisschen clever anzulegen. Passives Einkommen generieren, du sagst es, mein Freund. Ich bin gerade dabei, mir ein paar Immobilien zu kaufen. Wenn du das Privileg hast, sozusagen ein paar 100.000 Euro oder 50 oder sonstiges, wenn du... So, große Rechnung. Sagen wir, ihr habt 50.000 Euro auf der Bank, okay? Und ihr braucht sie nicht. Oder sagen wir, ihr habt 200.000 Euro auf der Bank oder sonstiges oder keine Ahnung was. Ihr habt 50.000 und sagt, ich brauche diese 50 gar nicht, weil ich sie gewonnen habe im Lotto oder sonstiges. Dann könnt ihr... Ja, okay, das geht eigentlich nicht, weil ihr braucht halt ein richtiges Einkommen. Du hast 50.000 auf der Bank und du verdienst gutes Geld. Dann kannst du zu einer Bank hingehen und sagen, hör mal zu, ich will mir was kaufen, hier, da und da. Da sagen die herzlichen Glückwunsch, dass sie das machen wollen. Wie viel können sie anzahlen? Sagen wir, mit 50.000 kriegst du eine Immobilie für 500.000. Du teilst diese 50.000 Euro an und der Mieter zahlt dir sozusagen ungefähr deine Rate, die du an die Bank zahlen musst, ab. Keine Ahnung, wie viel das dann ist. Das kannst du dann immer so weiter mit den ganzen Immobilien machen und irgendwann hat der Mieter, wenn du nicht drin selber wohnst, die Miete abbezahlt und dann, also an dir selber und du zahlst es halt immer an der Bank und dann gehört dir irgendwann die komplette Immobilie nach 20, 30, weiß ich nicht wie viele Jahren, kommt ein bisschen drauf an. Und das kannst du immer mit ganz vielen Immobilien machen. Das heißt, du investierst 50.000, kannst dir eine Immobilie für 500.000 holen, der Mieter zahlt dir die monatliche Rate zahlst du an der Bank für mehrere Jahre und dann gehört dir das irgendwann. Dann gehört dir die Immobilie, die dann vielleicht auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr 500.000, sondern 700.000 wert ist. Und wenn du das mit 5, 6 Häusern machst, du brauchst dann erstmal halt diese 2, 3, 4, 500.000 Euro, dann hast du nach ein paar Jahren, wenn du es cool gemacht hast, mehrere Millionen so. Habt ihr es verstanden?
verstanden? Zahlst du selber, wenn du deinen Kollegen was von Elevate gibst oder bestellen die sich das selber? Teils, teils. Also ich habe viele Freunde, die was von Elevate haben wollen, aber ich entscheide es ja nicht selber. Ich habe aber auch schon meinen Freunden viel umsonst gegeben, aber die wollen auch meistens bezahlen. Manchmal kriegen die auch so Rabattcodes und so, es kommt ein bisschen darauf an. Ich weiß, dass euch voll viel Geldfragen interessieren, weil viele YouTuber und so Streamer nicht darüber reden, aber wisst ihr, was das Problem, finde ich, ist? Wir leben leider in einem Land, was in dem Zusammenhang extrem viel Missgunst zeigt. Digga, ich mache ein Video, wo man seine Einnahmen zeigt. Du wirst geflamed ohne Ende von random Leuten. Viele finden es auch gut, aber du wirst auch krass geflamed. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich auch nicht irgendwie abgehoben oder arrogant oder so rüberkommen will. Ich würde als Zuschauer auch das sehr gerne wissen wollen, so. Aber das fuckt so ab, wenn du dann als Creator dir die Kommentare darunter anguckst und dann schreiben die, oh mein Gott, jetzt wisst ihr? Das fuckt so heftig ab. Hast du schon mal eine Schlafparalyse gehabt? Nein, ein Glück nicht. Ein Glück nicht. Es gibt aber Leute, die das haben und ihr tut mir sehr leid. Ich habe da ein paar Sachen gehört. Das ist ja so, du hast deine Augen auf und dein Körper schläft aber. Was ich da halt nicht, und du kannst dich nicht bewegen. Was ich nicht verstehe, du kannst dich ja nicht bewegen, aber wieso kannst du deine Augenlider bewegen? Warum sind die überhaupt auf? Wenn du deinen Körper nicht bewegen kannst, müssten ja deine Augenlider auch zu sein, ne? Aber wie gesagt, das ist ja bewiesen, dass es das gibt, deswegen hat das auch keinen Sinn. Aber das habe ich mich da immer gefragt. Was ist das? Du liegst in deinem Bett wach und siehst so komische Sachen. So, dein Körper schläft, aber du bist wach. Stell dir vor, du kannst dich aber nicht bewegen und dann sollen diejenigen da immer so verrückte Sachen sehen. Bekommst du viele Hate-DMs auf Insta? Ein Glück nicht, ne? Also ich habe viele, viele sehr, sehr positive Community. 99% mögen mich und finden mich sympathisch, 1% hassen mich über alles und schreiben mir verrückte Sachen, aber es hält sich bei mir noch sehr in Grenzen, finde ich persönlich. Glaubst du an außerirdisches Leben? Ja, safe. Hast du andere Wurzeln? Ich bin halb Ägypter und halb Deutscher. Meine Mama ist Ägypterin, aber in Deutschland geboren, die kann auch perfekt Deutsch, die kann besser Deutsch als ich, ist auch nicht so schwer und mein Papa ist Deutscher. In Eisenach geboren, Thüringen ist es. Hättest du Elevate etc. gegründet ohne YouTube, Twitch, wenn du nur dein Studium gemacht hättest? Ich glaube, das wäre schwer gewesen finanziell. Das große Glück, also was das ist dann die letzte Frage, damit können wir abschließen. Das Problem ist, Freunde, bei diesen ganzen Unternehmensgründungen, ich glaube, du kannst auch eine GbR gründen, aber so bei einer GmbH, glaube ich, bin ich der Meinung, könnt mich korrigieren, dass du mindestens 25.000 Euro einzahlen musst. So. Und das Geld aufzutreiben ist halt nicht so einfach, ne, für einen Studenten, generell für alle. Spart mal 25.000 Euro, das ist nicht so einfach. Und da ist das Gute, dass ich da halt das Geld, was ich verdient hatte, investieren konnte. Deswegen gebe ich euch auch immer den Rat, ich bin kein Finanzexperte, aber ich investiere mein Geld die ganze Zeit eigentlich. Ich habe mein erstes, das Geld, was ich verdient habe, habe ich in meine Firma, also in die Firma gesteckt. Habe auch, Freunde, bei Elevate, wir hatten ja das Problem mit PayPal, dass PayPal einfach unser Geld eingefroren hat, Freunde. Und wir reden hier, und das ist nicht übertrieben, von fast siebenstelligen Summen. Und wir konnten nicht auf das Geld zugreifen, weil das halt mit PayPal auf PayPal-Konto ist und die Umsätze zu hoch waren für so eine junge Firma. Und wir mussten das erklären, dass wir halt Content Creator sind und eine extrem hohe Community haben und das sozusagen als Schutz war. Und dann mussten wir auch, ich zum Beispiel, sechsstellig aus meinem privaten Geld, also von meinem privaten Konto sozusagen Elevate vorstrecken, um die, was heißt vorstrecken, sondern sozusagen die Produktion und so zu bezahlen, weil wir sonst nicht weitermachen konnten und DHL und so. Also das ist alles nicht immer so einfach. 12,5k muss man bei der Gründung einzahlen. Achso, also um deine Frage zu beantworten, nein, ich glaube nicht, weil ich das Geld nicht hätte. Aber vielleicht hätte ich eine GbR gegründet und da brauchst du meiner Meinung nach kein, oder 25-50 Euro, irgendwie sowas. Aber diese ganzen Strukturen und so, bei einer GmbH musst du zum Notar und so eine Kacke. Das kostet alles übelst viel Geld. Nee, Chat, das sind 25k bei einer GmbH. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich meine auch 25k. Und das zu sparen ist halt nicht einfach, ne? Aber ich gebe euch einen Call, um das hier nochmal zu beenden. Bitte, wenn ihr Geld spart, Freunde, immer ein bisschen sparen und dann, wenn ihr was vorhabt, so unternehmenstechnisch oder eine coole Idee habt, dann investiert das Geld. Habt die Klöten dazu. Wenn ihr es vergeigt, ist das Geld weg. Scheiße, ihr habt umsonst gespart. So, selbst dann habt ihr es versucht. Viel schlimmer ist dieses, boah, hätte das geklappt und vielleicht wäre ich damit Millionär geworden, übertrieben gesagt. Wisst ihr, was ich meine? YouTube, Twitch, Elevate, das hätte alles so krass in die Hose, also scheiß mal auf Elevate. YouTube und Twitch, das ist ja meine Grundbar, das ist ja mein Grundsystem. Das hätte so heftig in die Hose gehen können und dann hätte ich 2 Jahre meines Lebens einfach weggeschmissen. So. Also nicht weggeschmissen, aber hätte ich 2 Jahre verloren. Aber man muss manchmal ein paar Risiken eingehen. Wenn ihr ein Restaurant aufmachen wollt, versucht das. Wenn
Wenn ihr einen Shisha-Café aufmachen wollt, macht einen Shisha-Café auf. Wenn ihr Mode machen wollt, wenn ihr irgendwas machen wollt, macht das bitte, glaubt mir. Und das ist das Abschließende. Abonniert den Kanal kostenlos, Freunde. Fast 300.000 Abonnenten, Digga. 290.000, das ist geisteskrank. Macht mal hier die 10.000 Likes voll. Und ja, das macht mir Spaß, diese Fragen zu beantworten. Machen wir, glaube ich, einmal im Monat oder so, ne? Everything has changed. Every day.